Gefühlt war am Montagabend ganz Sylt auf den Beinen. Das Ziel der kleinen Völkerwanderung? Die Einwohnerversammlung im CCS. Die vorbereiteten Stühle reichten nicht aus, um allen Interessierten Sitzplätze zu garantieren. Aber zum Glück gab es ja noch Reserven. So dürften es am Ende rund 500 Menschen gewesen sein, die den Saal Westerland in CCS restlos ausfüllten. Und es wurde ein anstrengender Abend. Die Emotionen kochten ab und an hoch, doch die Wortmeldung und die darauf folgenden Diskussionen wurden in einem respektvollen Ton geführt. Bürgervorsteher Andreas Dobczynski führte sympathisch durch den Abend und als erste Amtshandlung wurde die Tagesordnung von ihm umgestellt. Der Grund für das vielköpfige Erscheinen war natürlich das Thema Straßenausbaubeiträge. Mit Cornelia Reckert, Sönke Andersen und Torben Ueckermann waren die Köpfe der Interessenvertretung vor Ort und zeigten die Probleme auf, die durch die Ankündigung dieser Beiträge dem Bürger entstehen. Kreative Lösungsansätze haben wir ja viel nach vorne schon gebracht. Wir haben jetzt nochmal schriftlich Fragen eingereicht, 4 Stück, wo wir darum gebeten haben, dass die am 21. jetzt auch beantwortet werden, weil wir die Fragen, die wir seit 2 Jahren stellen, keine Antwort drauf gekriegt haben und die Fragen, die sie uns gestellt haben, von uns offensichtlich ja beantwortet sind. Wie es ausgehen wird, ja, am 21. bin ich fest davon überzeugt, dass trotzdem die Gemeindevertretung zur Beibehaltung der Satzung sich entscheiden wird. Ja, wir sind heute hier, um für das Recht unserer alten Sylter zu kämpfen, die von der Insel gejagt würden, wenn man ihnen ihre Häuser wegnimmt, nur weil sie Straßenbaugebühren bezahlen müssen. Und das ist eine ganz heftige Geschichte. Und da werden wir nicht klein beigeben, obwohl Sönke und ich nicht betroffen sind, werden wir für unsere alten Sylter, die ihr Leben lang hier gerackert, geschuftet, getan und gemacht haben, werden wir kämpfen. Und wir werden es nicht aufgeben. Zunächst präsentierte der Sylter Kämmerer Martin Masteller den Haushalt in Zeichen von Dobik. Man merkte ihm die Freude an, über Zahlen zu sprechen, aber es bedurfte schon ein wenig Sachkenntnis, ihm zu folgen. Als er das Thema Förderung ansprach, kamen erste Rufe bezüglich des Themas Straßenbau auf. Es war an Sönke Andersen, dieses Thema zu eröffnen. Er tat dies notwendigerweise mit einer langen PowerPoint-Präsentation, die eine Menge offener Fragen beantwortete, aber auch viele neue in den Raum warfen. Emotional wurde es bei der Rede von Cornelia Reckert, die Videonachrichten von alteingesessenen Syltern einspielte. Die Rede von Frau Reckert gibt es am Ende in voller Länge. Die Vielzahl der Fragen von Bürgern wurde von den anwesenden Politikern und Verwaltungsfachangestellten gehört und zum Teil auch gleich beantwortet, wenn es ihnen denn möglich war. Das ist gemein, also es gibt ja viele Gemeinden, die längst nicht so wohlhabend sind wie die Gemeinde Sylt, die es aber auch schaffen, das so zu organisieren, dass sie die Ausbaubeiträge wegfallen lassen können. Und woran liegt es, dass die Gemeinde Sylt es einfach nicht gebacken kriegt? Also das ist unlogisch, ehrlich gesagt. Ne? Dann habe ich noch eine zweite Frage im Anschluss. Wir haben jetzt 19 Jahre knapp täglich tonnenschwere Laster vor unserer Haustür laufen. Viel Schmutz, viel Lärm. Mit dazu interessiert schon gar keinen mehr. Das war die Ursache ja durch diese KLM-Bauten, die jetzt kamen. Jetzt ist es aber so, dass der Schlüsselverteiler, so wie ich das weiß, liegt bei 85% an die Anwohner und 15% bezahlt KLM. Wegen deren Projekte ist es ja im Prinzip passiert. Und das Ganze hat deswegen stattgefunden. Ich finde den Schlüssel sehr, sehr unfair. Eigentlich müsste es genau umgedreht sein. Ja. Kreative Lösungsansätze, wie denn die Kosten für die Ausbaubeiträge abgefangen werden könnten, gab es einige. Doch weder die Erhöhung der Kurtaxe noch die Förderung vom Land erschien als praktikable Lösung. Markus Giebner von den Insulanern gab zu bedenken, dass man nicht den Ferienobjektbesitzern die Straßen finanzieren sollte. Ein Argument, das den meisten im Saal nicht unbedingt gefiel, denn eine Lösung für die finanziellen Nöte der Betroffenen war dies selbstredend nicht. Aber jeder konnte seine Meinung sagen an diesem Abend. Bürgermeister Carsten Kerker meldet sich abschließend zu Wort und gab den Anwesenden ein gutes Gefühl, was die Zukunft betrifft. 2016 hat die Verwaltung, das kam von Herrn Andersen, dass die Verwaltung hier Vorschläge gemacht, zum Beispiel mal eine Erhöhung der Straßenausbaubeiträge vorgeschlagen oder abgelehnt. Zum Zweiten, das ist aber Vergangenheit. Zum Zweiten möchte ich mich bei Herrn Andersen, Herrn Ueckermann, Frau Reckert, liebe Cornelia und bei Ihren Mitstreitern einmal bedanken. Auch, dass hier heute so viele gekommen sind. Lieber Andreas, soll kein Schlusswort sein, keine Bank. Denn ich glaube eins, ob es vielleicht schade ist, dass es erst dazu so kommen muss, aber es ist so, wie es ist.
dass dadurch dieses Thema massiv, in der Tat massiv, nochmal nach vorne gebracht wurde. Und dafür gilt, glaube ich, da spreche ich für alle Gemeindevertreter, aber zumindest für mich, mein Dank und auch, dass Sie alle hier gekommen sind. Dass Straßenausbaubeiträge vielfältig eine Ungerechtigkeit hervorrufen, ich glaube, das sollte jedem klar sein, zumindest Ihnen, die hier alle sind. Und das ist auch jedem Gemeindevertreter und jeder Gemeindevertreterin, glaube ich, deutlich. Das wurde heute nochmal klar dargestellt. Ich darf aber auch auf die letzte Gemeindevertretung verweisen, indem alle Fraktionen erklärt haben, wenn ich das richtig wiedergebe, dass hier über deutliche Änderungen nachgedacht wurde. Das ist von einer erheblichen Ermäßigung bis zu einer Abschaffung Gänze gegangen. Danke auch dem Bürgervorsteher, dass er eine Einwohnerversammlung gemacht hat zu diesem Thema heute. Es wird in der nächsten Gemeindevertretung, ich glaube, es soll die nächste sein, dazu auch eine Entscheidung geben. Wie die dann ausfällt, das kann ich heute Ihnen nicht voraussagen. Aber eins ist klar, hier muss was passieren. Und das haben wir auch gesagt, Herr Andersen hat es vorhin angesprochen. Und tatsächlich haben am Freitag der Bürgervorsteher, meine Person, Herr Marsteller, Herr Öckermann war dabei, Herr Andersen hat aber auch gesagt, eins ist klar, es kann jetzt nicht noch weiter rumgedödelt werden, noch ein halbes Jahr oder noch ein halbes Jahr. Es muss jetzt eine Entscheidung getroffen werden. Und wir können auch nicht dann auf die anderen Gemeinden abschließen. Warum nicht? Wir haben andere Strukturen, Herr Andersen hat es schon dargestellt, als zum Beispiel Hörn und Kampen, wie auch immer. Wir haben hier ganz andere Strukturen. Wir haben auch vielfältige Strukturen in der Gemeinde Sylt. Wie gesagt, das ist ein, glaube ich, ganz erheblicher Punkt, aber eins, da will ich auch mal darauf hinweisen. Also es ist, glaube ich, nicht so, und da bin ich sicher, dass hier einfach mal so leichtfertig gesagt wird, wir haben ja viele Probleme. Das eine sind Straßenausbaubeträge. Conny, das ist von super dargestellt. Vielen Dank dafür. Das andere Problem ist das nächste. Da wird einigen Syltern die Möglichkeit entzogen, ihr Ferienapartment, womit sie eben auch finanzieren, ein Haus, in dem sie selbst wohnen, ja, auch das wird ihnen teilweise entzogen. Da wirken wir auch gegen. Wir versuchen, glaube ich, da viel und haben ja so ein bisschen erreicht, lange noch nicht genug. Jetzt kam die Frage, ja, wer machen wir es denn dann? Sagen wir, ob man es jetzt ganz abschafft oder erheblich reduziert, das lasse ich im Moment mal dahingestellt. Die Meinung hier haben, glaube ich, alle Gemeindevertreter und Gemeindevertreter vernommen und da sprechen auch viele Argumente für. Wir müssen auch mal eins sagen, ja, die Gemeinde hat Rücklagen, gar keine Frage. Wir haben auch erhebliche Gewerbesteuereinnahmen gehabt, auch gar keine Frage. Die werden sinken die nächsten Jahre, schlicht ganz einfach an den wirtschaftlichen Verhältnissen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht in vielerlei Hinsicht, man sagt ja, mit Bundesrepublik Deutschland schafft sich ab, naja, das sehe ich noch nicht so, aber wir haben die Problematik, wir müssen Entlastung vornehmen. Wir haben Heizungsgesetz, ENEF und so weiter, was jeden Hauseigentümer massiv belastet. Wir können als Kommunen nicht alles auffangen, aber wir werden versuchen, sehr, sehr viel aufzufangen. Wir werden auch mit allen vorangehen müssen. Ja, freiwillige Leistungen verteilen wir. Ich sage mal eins, habe ich schon öfter gesagt, wir haben das Geld auch einfach mit dem Füller rausgeblasen die letzten 15 Jahre, weil wir es auch einfach hatten. Die Wirtschaft lief, die Insel lief, alles super. Aber irgendwann funktioniert das auch nicht. Das geht übrigens nicht nur uns so. Ja, man sagt, die Gemeinde Sylt hat keinen Haushalt. Naja, Bund und Land, denen geht es ja nicht viel anders als uns. Das hilft uns aber auch. Da wird es Einschränkungen geben. Ja, wir haben Pflichtleistungen zu erbringen. Aber wir gehen deutlich über diese Pflichtleistungen aus und auch, dass wir mehr bringen. Was sind Pflichtleistungen? Pflichtleistungen sind zum Beispiel Feuerwehr. Wir brauchen eine Feuerwehr. Das gehört dazu. Gefahren haben wir. Das sind Pflichtleistungen. Aber wir gehen, ich meine auch so nicht die Feuerwehr, nicht, dass es morgen beschrieben wird, natürlich in den Leistungen weit über das hinaus. Und das muss man sich einfach angucken. Das gilt auch für die einzelnen Ausschüsse natürlich der Gemeinde Sylt, dass man einfach mal sagt, pass mal auf, muss das jetzt sein, muss das jetzt sein. Am Ende wird wahrscheinlich eins rauskommen, dass man gewisse Sachen, liebe Conny, hast du völlig recht, einmal auf andere Weise Geld generiert, aber auch vielleicht auch mal auf andere Weise Geld einspart. Da gibt es viele Vorschläge, Sie haben von mir schon einige gesagt,
ob das nun so rechtlich zulässig ist oder nicht alles, das vermag ich heute nicht zu beurteilen. Aber damit werden wir uns als Gemeinde nicht nur jetzt, sondern in den nächsten Jahren auch einmal beschäftigen müssen. Wie gesagt, am 21. soll es dann wohl entschieden werden, da habe ich gehört. Und die Fraktionen haben sich dazu geäußert, sind natürlich alle herzlich eingegangen. Jetzt sage ich alle, oh Gott, nein, sollen alle kommen. Dann müssen wir aber lieber Andreas Dobczynski, die nächste Gemeindevertretung, dann auch wieder hier stattfinden lassen. Und dann sollten wir vielleicht oben nochmal öffnen, damit am Ende, am Anfang nicht dann Stühle geholt werden müssen, damit alle Platz haben. Das erstmal von mir. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier sind und vor allen Dingen auch für Ihre Antworten, für Ihre Fragen und für Ihre Stellungnahmen. Vielen Dank. Die weiteren Themen des Abends, wie das neue Leitbild der Insel und die Informationen über die Bebauungspläne in Sachen illegaler Ferienwohnungen, wurden vertagt. Am 21. November werden in der Gemeinderatssitzung Entscheidungen getroffen. Welche Lösungen werden unsere Politiker für die durchaus vertragte Lage finden? Der Bürgervorsteher sagte dann, dass es wohl sinnvoll sei, die Sitzung ebenfalls im CCS durchzuführen. Dann mit geöffneter Empore, um allen Zutritt zu gewährleisten. So geht Demokratie. Wenn ihr mehr über die Insel erfahren wollt, abonniert unseren YouTube-Kanal oder schaut uns im Kabel-TV. Meine absolute Hochachtung vor unseren Bürgern, die hier heute hier so toll erschienen sind. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich möchte mich dafür als allererstes ganz herzlich bedanken, bevor ich überhaupt in meinen kleinen Vortrag eingreife. Ich heiße Rosemarie Andersen. Ich bin geboren am 17.02.40 und wohne seit 1963 in der Breslauer Straße 18. Rente bekomme ich wenig, wenn ich die Straßengebühr bezahlen müsste, müsste ich ins Pflegeheim. Ich heiße Elke Graf und mein Mann Hans Graf. Geboren bin ich am 2.09.39 und wohne in der Breslauer Straße 12, wohne seit 1961 hier, bekomme keine Rente, nur Hans Graf. Für Rückfragen fürs Rücklagen. Haus oder für Rücklagen, Entschuldigung, für Rücklagen fürs Haus müssten wir unser Haus verkaufen. Ich heiße Elke Denhardt. Ich bin geboren am 21.12.41, Breslauer Straße 16 wohne ich jetzt. Mein Grundstück beträgt 900 Quadrat. Wohne seit 2006 hier, bekomme eine kleine Rente. Ich habe wenig Rücklagen. Auf dem Spiel steht, wenn ich zur Kasse gebeten werde, dass ich ins Pflegeheim muss. Ja, es sind ganz, ganz viele Menschen, die wirklich riesige Probleme haben und nicht wissen, wie sie diese ganze Geschichte überhaupt jemals bezahlen sollen oder von irgendwelchen Ersparnissen, die sie schon längst nicht mehr haben, die durch Corona und Sonstiges und durch Entscheidungen unserer Regierung alle aufgebraucht sind. Es hat nicht jeder irgendwie so einen kleinen Esel im Keller stehen, der dann einen Schwanzhof macht und dann fallen die Dukaten raus. Das haben wir definitiv nicht. Aber es sind auch nicht nur Ältere betroffen, es sind auch ganz viele junge Familien betroffen, die gerade mal ihr Häuschen erworben haben, alles neu gemacht haben, stolz sind, dass sie das geschafft haben, ihre Wohnungen, die sie sich erworben haben, um auf der Insel leben und weiter arbeiten zu können und damit auch die Wirtschaft auf der Insel zu unterstützen. Auch die werden damit gebeutelt und wissen nicht, wie sie es bezahlen sollen. Da liegen uns ganz, ganz viele Namen und Nachrichten vor, wo wir also wirklich sagen, wie soll jemand von 500 Euro, die er Ende des Monats noch übrig hat, dann diese horrenden Straßenbaugebühren bezahlen? Alleine das Beispiel von Rosemarie Andersen, die war mit Kalli Andersen verheiratet und hat definitiv nichts mit Sönke Andersen zu tun. Kalli war ganz, ganz, ganz viele Jahre in der Westerländer Gemeindevertretung ehrenamtlich tätig und hat sich komplett für die Belange seiner Bürger eingesetzt.
Wenn er wüsste, dass seine Frau jetzt auf die letzten Tage aus ihrem Haus gedrängt wird, weil sie einfach diese Gebühren nicht bezahlen kann, ich glaube, der würde sich im Grab umdrehen und würde sagen, was habe ich nur falsch gemacht und habe nicht dafür gesorgt, dass das vielleicht schon früher von den Menschen runtergenommen wird. Der Bürger hat doch Zeit gehabt, um Rücklagen zu bilden. Die Gemeinde hat auch Zeit gehabt, Rücklagen zu bilden. Die Gemeinde hat Rücklagen gebildet. Und ich finde, man kann auch auf Rücklagen zurückgreifen. Das müssen wir Bürger auch bei vielen Sachen. Es ist sogar so, dass ich, die Frage wollte ich an Herrn Nachschaller eigentlich stellen. Das habe ich total vergessen vorhin. Entschuldigung. Wie ist denn dieses Geld, was jetzt die ganzen Jahre gespart wurde, wie ist das denn angelegt? Ist es gewinnbringend angelegt? Ist viel Geld draus gemacht worden? Das müssten ja ein paar Mark 50 sein, die da zusammengekommen sind. Alleine aus diesen Erträgen, denke ich mal, könnte man locker jedes Jahr 2, 3, 4 Millionen für die Straßenbaugeschichte auszwacken. Ist meine Meinung. Und da stehe ich auch dazu. Das war es, was ich sagen wollte. Wir setzen jetzt wirklich auf das Herz, auf den Kopf und auf die Empathie unserer Gemeindevertreter, auf unseren Bürgermeister Carsten, auf unseren Herrn Bürgervorsteher, Herr Dobczynski. Herr Dobczynski, Sie sind Arzt. Denken Sie dran, mein Herz. Ich danke Ihnen. Auch einen emotionalen Beitrag, aber das ist ja auch wichtig. Es sind ja wirklich Menschen, die darunter leiden. Wir dürfen nur eins nicht vergessen, wir haben hier nur einen bestimmten Teil unserer Bürgerinnen und Bürger anwesend. Es gibt ja auch noch viel mehr. Ja, und wir müssen immer gucken, dass wir alle Bürger im Blick haben, auch die Mieter von Wohnungen, die, wo wir aufpassen müssen, dass die Mieten nicht zu sehr steigen, dass wir da nicht uns Gelder vielleicht fehlen könnten, die wir im Moment noch dem Wohnungsbau zur Verfügung stellen. Ich will das hier jetzt nicht aufmachen, nur ich möchte einmal sagen, wir haben hier natürlich eine bestimmte Gruppe der Bevölkerung, wir haben hier längst nicht alle. Und wir müssen immer versuchen, irgendwie alle zu vertreten. Gut, ich würde mich jetzt mal wieder da oben hinsetzen. Sie dürfen auch dazu noch, denn es werden ja...